Schatz, ich muss den Leuten noch was erzählen. Was denn? Na hier, die Geschichte da. Welche Geschichte? Von dem Uwe Goldenstede aus Wilhelmshaven, seinem Sohn. Okay. Weißt du? Dann erzähl. Der Uwe Goldenstede, wo ich nie sagen durfte, wie der Fabian im Nachnamen heißt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ah ja, bei der Hochzeit, bei dem Hochzeitsvideo, ne? Da hat er im Hintergrund gelacht und die haben den gar nicht gesehen, die Leute. Aber da ist eine ganz komische Sache passiert, ne? Der hat Flugtier gegessen, hat er. Habe ich gerade wieder auf dem Handy so gesehen, weißt du? Und da hat er auf jeden Fall, ob es bei dem zum Mittagessen mal vor ein paar Tagen Flugtier. Ja, ehrlich, ohne Scheiß, ne? Und wisst ihr, was das übelst krasse an der Sache ist? Was denn? So. Ja, guck mal. So, kann ich dir zeigen. Ich muss das bloß ein bisschen größer machen. Ne? Weil ich den zensieren muss, müsst ihr euch bitte den schwarzen Balken vorstellen vor die Augen, ja? Weil ich durfte nie sagen, wie der heißt und wie der aussieht, ne? Aber guck mal. Guck mal auf die Radartüten von dem. Ne? Der ist selber ein Flugtier. Wie kann ein Flugtier ein anderes Flugtier essen? Wo gibt's denn sowas? Stimmt denn mit dem Fabian G. aus? Darf ich auch nicht sagen, ne? Nein. Ich darf sagen, dass der Uwe aus Wilhelmshaven kommt, ne? Ja. Und der Fabian G. aus WHV? Ja. Der. Ja. Was gibt's denn? Ein Flugtier ist das andere Flugtier. Wo sind wir denn hier angekommen? Bei den Cannibals oder was? Was stimmt denn mit dem nicht?